Und damit herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge The Evil Within. Ja, wir waren, ja, in der letzten Folge waren wir zuletzt in der Klinik, haben uns da ein bisschen gestärkt, ein bisschen Schleimpunkte ins Hirn gerammt, so will ich mal sagen. Und ich hoffe, dass uns das ein bisschen weiterbringt. Ich glaube nicht, dass das wirklich viel bringt. Wir haben zwar jetzt ein bisschen Nahkampfschaden auf jeden Fall gelevelt. Das war ziemlich teuer. Aber da wir eh gerade so wenig Kugeln haben, ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn wir auch ein bisschen auf den Nahkampf gehen können. Und so wie ich das hier aussieht, könnte das ein Arena-Kampf werden, weil sehr großer, offener Raum. Aber wir wollen nicht verzagen. Wir haben ja Josef dabei und Josef ist einfach King. What? Kidman! Holt mich aus diesem Ding raus! Warte! Wieder eine Falle! Da! Wo denn? Wer ist das denn? Ach, Omi! Um einiges reformiert. Wow! Josef! Josef, bei dir alles gut? Ja, mir geht's gut. Du solltest lieber runterkommen. Ja. Warte, ich komme. Ich komme, warte. Hier komme ich nicht lang. Habe ich noch eine Granate? Warte mal. Nee, haben wir nicht. Aber wir haben ein Quallenbolzen. Jo, warte, Josef. Da kommen sie. Wo? Wie viele von den Dingern sind das? Shit. Okay, das hat nicht so viel gebracht. Oh Gott, die kommen hier hoch. Wow! Oh Gott, das ist nicht gut. Oh, danke für die Axt. Sehr freundlich. Oh Gott. Shit, keine Munition mehr. Was abbekommen? Ja. Oh, Josef ist tot. Oh! Alter, was war das denn für ein Sprung? Scheiße, ich muss mich auch noch um Josef kümmern. Leute! Ich habe auch echt andere Probleme gerade. Okay. Oh! Ja, hallo! Da sind wir wieder. Doof, dass er halt nicht speichert, wenn ich da gerade durchliege. Josef! My good old friend. Are you ready? Okay, das kennen wir ja schon. Können wir das überspringen? Kidman. Die Maustaste über. Alles klar. Joseph, bei dir alles gut? Okay, los. Mir geht's gut. Du solltest lieber runterkommen. Mach ich. Warte, ich komme. Aua, scheiße. Da kommen sie. Yo. Wie viele von den Dingern sind das? Komm, renn da durch! Das nützt nichts? Hier, verbrenn! Direkt alle beide. Josef, geht's dir gut? Wo bist du? Da hinten ist er.
Bleibt er liegen? Sicherheitshalber nochmal. Nochmal ein Kügelchen drauf. Achtung, Sie haben Dynamit. Was? Warum? Boah, Alter! Oh, jetzt ist das Dynamit noch hochgegangen von ihm. Was, fuck? Was ist los? Hier ist auf jeden Fall fett. Sebastian, Sie sind über uns. Sebastian, Sie sind über uns. Sebastian. Sag mal, Sebastian. Sebastian. Sie schießen. Uah, Sie schießen ja wirklich. Uah. Oh, shit. Sie haben Dynamit. Ja, ich merk's. Danke. Ich muss mich gerade echt heilen. Warte mal. Kann ich hier kurz... Ja. Oh Gott. War das alles? Da ist noch was in der Nähe. Wo denn? Wo ist hier denn noch was? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Komm, verbrenn, Junge. Warte, ich zünd grad hier an. Lass mal. Boah, Leute. Okay, ich hoffe, die bleiben alle liegen. Danke für das Glibber. Danke für die Spritze. Danke für die Schockarmbrust. Wo sind denn noch welche? Josef? Ach da, guck mal, die steht immer wieder auf, die Olle. Jetzt nicht mehr. Wow, hinter mir! Wow! Shit! Verdammt! Das war knapp. War's das? Das solltest du dir mal ansehen. Ja, warte. Hier ist echt viel Glibber. Und ich will das nicht einfach so hier liegen lassen. Wenn das okay ist. Alter. Okay, noch eine Spritze rein. Kann ich ihn nicht auch noch heilen? War das nicht so? Ich krieg das nicht auf. Es okay. Muss noch ein Bedienfeld geben. Die Zeit läuft ab. Ja. Wohin gehen die Kabel? Ich gehe. Was soll ich tun? Oh, jetzt muss ich mich auch noch beeilen? Wo lang? Kabel. Oh Gott. La, 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 la. Sind das die Kabel hier? Es muss noch ein Bedienfeld geben. Hier durch? Oder wie? Oder was? Bin ich hier richtig? Da, schau, das Bedienfeld. Ja! Es hat dieselben Drehscheiben, oder? Ja, eine obere, eine untere. Stell die obere auf 22 und die untere auf 5. Okay. oben und 5 unten. Ja! Wie wechsle ich denn? 5 unten. 22 oben und 5 unten. Habe ich. Habe ich.
22 oben und 5 unten. Ja, hab ich. 22 oben und 5 ja, unten. Ja, ist. Ach, warte mal. Das ist 22. So, ja, ja, ist doch, ist doch. Ja, war wohl nicht so. Ist okay. Hallo, Kidman. Was zum Henker? What? Joseph, Kidman. Ich will jetzt nicht wieder alleine sein. Aber es ist ja still, ne? Kann ich hier zurückgehen und ist es safe? Weil dann würde ich mir doch noch ganz gerne hier die Leute angucken. Oh, jetzt ist hier gar keiner mehr. Oh, das ist natürlich nett. Wo auch immer die Viecher jetzt hin sind. Ich habe ein ungutes Gefühl, wenn die Tür einfach hinter mir zufällt. Okay. Joseph ist aber noch am Leben. Der hat auf jeden Fall da noch seinen Lebensbalken. Versteckt sich wahrscheinlich gerade nur. Aber ihm geht's gut soweit. So, hier noch ein paar Kugeln mitnehmen. Ich versuche jetzt alles möglichst wieder aufzufüllen. So gut es geht. Sag mal, Tür. Ist ja auch nicht offen bleibt, ne? Man sieht aber von außen auch echt nicht, ob irgendwas hier drin ist. Okay, ja. Sehr viele Türen hier. Boah, bitte lass mich doch wieder raus. Okay, jetzt haben wir, nachdem wir jetzt 20 Mal Türen auf und zu gemacht haben. Okay, das Fass lassen wir mal da liegen. Hier haben wir keine Munition mehr. Hier auch nicht mehr wirklich. Ja, vielleicht finden wir hier noch was. Ich kann mich jetzt auf jeden Fall einfach so ohne Probleme umgucken. Ja, Shotgun-Muni, perfekt. Die nehme ich sehr gerne. Oh. Material zum Herstellen. Auch gern gesehen. Hier waren wir ja schon, aber hier waren noch die zwei Kisten. Die habe ich eben gesehen. Okay. Pistolenmunition sind wir voll. Scheinbar. Da wäre es vielleicht gut gewesen. Ich komme. Ja, ja, ich komme ja gleich. Wo geht's hier lang? In den Glibberraum. Vor allem, wo kommen die ganzen Zombies her? Das ist einfach ein abgeschlossener Raum. Aber ist das alles nur Einbildung hier? Muss ja. Also, ja klar, also soweit waren wir eh schon, dass das hier alles Einbildung ist. Und wir verrückt sind und wir wahrscheinlich eh auch Leslie sind mit multipler Persönlichkeit, dass wir uns auch nur einbilden, als wären wir gerade ein Polizist, weil wir halt Tagebücher von ihm gelesen haben. So stelle ich mir das vor. Ja komm, lass mal da unten durch. Ich hoffe, der speichert dann. Auch. Okay. Wo sind die hin? Da brennt's. Und hier liegen... Lecker. Boah, ist das widerlich. Hier durch? Okay. Oh Gott. Moin, Leute. Nein, 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 nein. Nicht cool.
Meine Güte. Der steht wieder auf? Hier. Spüre die Axt. Okay. Alter. Ich hab echt Muffensausen hier unten. Geht's noch rein? Dann gehen wir da vielleicht erstmal rein. Es ist stockfinster. Was haben die denn hier gemacht? Tupperparty oder was? Boah, ist ja widerlich. Also wenn hier sich gleich irgendwo so eine Drahtseilpfeile versteckt, die sehe ich doch null. Joseph! Das war Joseph. Hoffe ich. Kann ich einfach runter. Also ich sehe genauso wenig wie ihr. Kidman, wo bist du? Also ihr seht wahrscheinlich noch ein bisschen weniger, weil durch den YouTube-Codec das noch ein bisschen dunkler wird. Apropos, wenn die Folgen irgendwie zu dunkel erscheinen oder irgendwas sonst mit den Folgen ist, Ton ist nicht gut, ich bin zu dunkel, das Spiel ist zu dunkel, schreib's gerne in die Kommentare. Da ist ein Zeichen drauf, ich soll hier nicht durchgehen. Ich mach's natürlich trotzdem. Ah. Sag mal, das sind doch die gleichen. Ja, wir brauchen noch mehr Leichen. Spieledesigner, wir brauchen noch mehr Leichen. Steuerung C, Steuerung V. Geil. Das kommt nicht rüber, dass das hier ein Horrorspiel ist. Da müssen mehr Leichen liegen. Hier runter? Wow. Okay, ich glaube, er hat gerade schon die Frage selbst beantwortet. Was war das? Soll ich hier rennen, oder was? Sebastian! Sebastian! Hua! Boah, Alter! Alter! Hab ich noch was zum Heilen? Nee, hab ich nicht. Hua! Granate direkt vor meinen Füßen! Ich hab nichts mehr zum Heilen, das ist... Ich dachte, ich hätte noch was. Okay. Joseph, bei dir alles fit? Ich heil dich mal. Es wäre nett, wenn du mich auch mal so heilen könntest. Oh Gott. Ist er tot? Ist er komplett tot, ich meine. Alles klar. Nur ein paar Kratzer, uns geht's gut. Das beruhigt mich aber. Schön, dass halt auch niemand fragt, wie es mir geht. Alter. Ich hab's. Ah, warte. Was passiert hier? Hallo Kidman. Wir haben noch gar nicht geredet. Wenn du nicht gekommen wärst. Dann, bitte beende deinen Satz. Joseph, was ist das hier? Die Tür ist von der anderen Seite aus verschlossen. Sebastian, vielleicht können wir sie anheben, sodass Kidman durchpasst und sie dann von drüben öffnet. Wir zählen auf dich. Alles klar. Ah.
Weiter jetzt. Okay, okay. Ich will mal wieder ein bisschen kurz klugscheißen. Das mache ich ja ganz gerne hier in Spielen. Guck mal. Gehen wir. Oh, wenn... Ja gut, so ist natürlich einfacher. Aber wenn... Wenn die Tür von der anderen Seite genau die gleiche Beschaffenheit hat, dann könnten wir zum einen... Wir hätten auch einfach die Tür anheben können. Hier liegen zig Trümmer rum. Hätten einfach was unterklemmen können. Ohne Probleme. Oder aber... Wir zwei heben an, Josef und ich. Kidman geht drunter durch. Kidman auf der anderen Seite. Die Tür sieht genauso aus. Dann Josef und Kidman heben die Tür hoch. Ich gehe unten drunter durch. Dann ist Josef nur noch auf der einen Seite. Dann ich und Kidman heben die Tür hoch und Josef geht durch. Zum Beispiel. Das würde gehen. Aber nein. Gut, in diesem Fall ist jetzt einfach direkt da eine Tür. Das, ja... Entschuldigung, jetzt habe ich auch genug geklugscheißerst. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin würde ich sagen, tschüss, tschüss und Happy Grusel.